Standard Berlin heute aus Anlass des 55. Jahrestags des Baus der Berliner Mauer vor. Am 13. August 1961 ist heute mein besonderer Gast Jürgen Wagentrotz. Er ist geflohen, zwei Wochen vor Mauerbau, landete im Flüchtlingslager oder Notaufnahmelager Marienfelde. Durch einen kleinen Trick kam sie unter, weil sie ja noch minderjährig waren. Eigentlich hätten sie zurückgemusst. Drama, Drama, Drama. Und dann begann ihr Leben im Westen. Sie machten große Karriere, waren Immobilienmensch. Ja, das fing erstmal ein bisschen anders an. Ich habe erstmal meine Lehre zu Ende gemacht, habe dann in Kassel im Parkhotel Hessenland meine Lehre als Hotelkaufmann beendet und lernte in dem Hotel jemanden kennen, der immer als Gast zum Mittagessen kam, ein Möbelhändler. Der hatte zwei Möbelgeschäfte und der hat mir mal ein Angebot gemacht, nachdem ich meine Kaufmannslehre beendet hatte. Er sagte, pass mal auf, du bist jetzt also ein Kaufmann, hast einen Kaufmannsgehilfenbrief. Und das kaufmännische Dasein, das steht immer auf den gleichen Eckpfeilern. Ob du mit Schnürsenkeln handelst oder mit einem Hotel-Business, es ist alles das Gleiche. Die Eckpfeiler sind alle die gleichen. Hast du nicht Lust, meine Möbelgeschäfte zu übernehmen? Da habe ich gesagt, um Gottes Willen. Kirchner, ich sage, Herr Kirchner. Und so werden Sie Möbelunternehmer. Das war der hat mir das Möbelgeschäft auf Rentenbasis angeboten. Ja. Ich musste jeden Monat an ihn in sein Altenheim, in sein Seniorenheim in Lugano in der Schweiz 10.000 D-Mark runterbringen. Er hat gesagt, mir egal, wie du die herkriegst, ich will sie Cash haben, mach das, wie du das für richtig hältst. Ich möchte das jeden Monat haben. Das habe ich dann auf 4,5 Jahre gemacht. Dann ist er nach 4,5 Jahren gestorben. Da gehörten mir die Möbelgeschäfte. Und dann hatte ich da auch einen kleinen Schicksalsschlag. Das Möbelhaus wurde, also das Zentrallager wurde von einem ehemaligen Auslieferungsfahrer, den ich rausgeschmissen habe, angesteckt. Und dann kam ich dann in finanzielle Probleme, habe die aber dann auch wieder irgendwie gemeistert. Und dann habe ich einen Verlag eines Tages übernommen von jemandem, der sich mit Glücksspielliteratur beschäftigt hat. Es war so eine Nische im Verlagsbusiness. Und habe dann die Copyright-Rechte von 100 verschiedenen Büchern über Roulette, Blackjack, Pokern und so weiter. Also lassen Sie sich nicht ein mit Jürgen Wagentrotz. Ich vermute, der wird Sie alle schlagen. Und dann kam wieder was Neues. Da kam was Neues. Dann habe ich also den Verlag gegründet, habe das Casino-Magazin Roulette herausgegeben, 30 Jahre lang. Und habe dann eines Tages, nachdem 1989 die Mauer fiel, und da kann ich Ihnen auch erklären, wie ich das erlebt habe. Ich war damals in Bad Zwischenahn, wollte mir für mein Segelboot ein ganz bestimmtes Segel kaufen und war bei so einem Segelmacher. Und abends gucke ich mir die Tagesschau an, die Spätausgabe der Tagesschau, 22.30 Uhr. Und da stellte ein sehr schlauer Journalist einem Herrn Grabowski die Frage, sagen Sie mal, wann tritt denn das eigentlich in Kraft mit dieser Erleichterung, dass die Leute jetzt darüber fahren? Herr Brinkmann, ja, das waren Sie doch damals. Darüber reden wir ein andermal. Aber dann begann ja wieder ein neuer Abschnitt, aber eigentlich ein Abschnitt, der mit dem, was Sie vor 20 Jahren hatten, vor 27 Jahren erlebt haben, was zu tun hat. Dann sind Sie wieder ins Notaufnahmelager Marienfelde gefahren. Genau. Was wollten Sie denn da? Wollten Sie noch mal gucken, ob da noch eine Mütze von Ihnen liegt oder ein verwaschenes Hemd? Das war so ein Bedürfnis, so eine Reise in die Vergangenheit zu machen. Ja, Berlin ist ja so ein geschichtsträchtiger Boden und an jeder Ecke ist irgendwo etwas Geschichtsträchtiges da, ob das nun Erster, Zweiter Weltkrieg und DDR-Vergangenheit etc. Ich wollte einfach mal sehen, was Sie da machen. Und hatte auch gehört, die hatten da so eine kleine Ausstellung gemacht. Da haben sie einfach so ein Zimmer mal wieder hergerichtet mit alten Requisiten, wo die alten Koffer standen, wo die Doppelstockbetten waren, die man hatte, als man da hinkam. Und da haben Sie gedacht, mal gucken, ob meine Sachen da noch sind, oder? Ja, ich war einfach neugierig. Ja. Und bin da hingegangen und habe wirklich in dieser Neugierde auch an diesen Wandzeitungen gestanden und habe mir die Exponate dort angeguckt, die alten Stempel und die alten Laufzettel und was so alles war. Und auf einmal stand jemand hinter mir und sagte zu mir, komisch, ich beobachte Sie schon über eine Stunde. So wie Sie hier durchgehen, geht hier gar keiner durch. Was ist denn Ihr Beweggrund, dass Sie überall so da stehen bleiben und das alles so intensiv lesen? Und da habe ich ihm gesagt, ich bin hier mal vor 20 Jahren durchgegangen, 1961, und habe mir das mal nochmal angucken wollen. Und dann sagte er zu mir, ach, das ist halt interessant, haben Sie noch einen Moment Zeit? Ich sage, ja. Wie ist denn Ihr Name? Habe ich ihm meine Visitenkarte gegeben? Ich komme gleich wieder. Dann ist er ins Archiv gegangen und hat mir meinen alten Laufzettel, den ich damals hatte, mit gezeigt und hat gesagt, hier sind Ihre Stationen. Mit der Vollmacht.
Na, mit allem drum und dran. Man musste ja damals, als man in das Notaufnahmelager kam, musste man erstmal zu den Alliierten. Da wurde man befragt von den Franzosen, haben sie irgendwelche militärischen... Das war alles da. Das war alles da. Mit der Schirmbildstelle gegen TPC wurde ich da geröntgt. Gänsehaut? Ja. Es war ein wahnsinniges Gefühl. Ich habe das so toll gefunden, weil das war so eine Totalerinnerung an die damalige Geschichte. Ihre Geschichte. Ich habe Ihnen das versprochen zu Anfang. Und dann fahren Sie nach Erfurt in Ihr altes Hotel, wo Sie als 16-Jähriger Page waren. Ja. Das ist das Hotel übrigens, wo Willy Brandt am Fenster stand. Richtig, ja. Ja. Der Erfurter Hof. Und dann wollten Sie das kaufen? Ja, ich hatte ja damals Karriere gemacht und auch ganz gutes Geld verdient. Ich wollte das kaufen, ja, von der Treuhand. Ja. Für eine Weil D-Mark. Sie damals Page waren. Für eine D-Mark hätte ich das kaufen können. Und da habe ich mich mit dem Steigenberger Konzern unterhalten und die haben mir gesagt, lassen Sie bloß die Hände davon. Da werden Sie unglücklich bis zum geht nicht mehr. Das ist ein Ding, das ist so marode, da können Sie nur Geld verlieren. Aber Wohnungen haben Sie denn gebaut in Erfurt? Ich habe dann, weil Sie ja ein heimgekommener Sohn waren, ne? Erstmal habe ich die Immobilien meiner Eltern wieder auf meinen Namen überschrieben bekommen. Ich muss meinem Vater heute noch dankbar dafür sein, dass er die nicht der kommunalen Wohnungsverwaltung gegeben hat, sondern er hat sie mit allen Entbehrungen behalten. Entbehrung heißt, ein Elf-Familienhaus hat damals ungefähr 400 D-Mark, Ostmark Miete eingebracht. Aber wenn sie drei Dachziegel kaputt hatten, die kosteten schon 300 D-Mark, die sie dann irgendwo in der DDR mühsam sich irgendwo zusammensuchen mussten. Also große Entbehrung. Diese Häuser habe ich dann renoviert. Und da ich ja Möbelhändler war, habe ich dann mal den Bauunternehmer gefragt, sag mal, ich suche hier 100.000 Quadratmeter irgendwo an der Ausfallstraße, möchte einen Möbelsupermarkt bauen. Und da sagt er, ja, dann will ich mal gucken. Ich habe da, unser Polier, der hat da, glaube ich, so ein großes Grundstück. Da bin ich dann nach Erfurt-Friedenstedt gefahren. Das ist ein kleiner Ort vor der Stadt, von den Toren der Stadt. Habe dieses Grundstück gekauft und wollte dann den Supermarkt aufmachen. Und dann kam dann jemand und hat ein Raumordnungsverfahren angestrebt. Und da habe ich gesagt, das hat ja gar keinen Zweck. Dann sind Sie fertig in 2 Jahren, da ist der Möbelboom schon lange vorbei. Jetzt hatte ich aber diese Grundstücke und sagte dann dem Bürgermeister, mit dem ich dann auch schon per Du war, habe ich gesagt, Detlef, jetzt musst du mir eine Genehmigung geben, dass ich Häuser bauen darf. Ich bin doch Erfurter. Ja, genau. Ne? Ich bin ein Sohn der Stadt. Ja, genau. Ja. Der verlorene Sohn ist heimgekehrt. Und das war natürlich der Türöffner bei allen Behörden. Wenn ich also meinen Pass hingelegt habe, da stand drin Geburtsort Erfurt, das war der Türöffner. Super, super Geschichte. Denn ich war ja nicht der Besser-Wessi, sondern ich war der Sohn der Stadt. Was mich ganz besonders beeindruckt an Ihrer Lebensgeschichte ist, dass Sie alles das, was Sie als Flüchtling erlebt haben, nie vergessen haben und sich deswegen ganz besonders jetzt, und das ist heute auch ein besonderer Tag, um daran zu erinnern, ja, für alle die Institutionen, die Gebäude interessieren und die unterstützen und fördern, die was mit der Unterdrückung im System der DDR zu tun haben. Was machen Sie da im Einzelnen? Also ich habe zuerst mal dafür gesorgt, dass das Notaufnahmelager Marienfelde ein anständiges Museum wird. Da habe ich einen größeren Betrag dann einfach gesponsert und habe dafür gesorgt, dass das aufgebaut wird. Und wenn Sie jetzt heute dahin fahren, können Sie richtig die deutsche Fluchtbewegung vom Anfang bis das Ende. Das ist Jürgen Wagen dort. Ja. Die nächste Geschichte auf einem Flug von Frankfurt irgendwo hin, ich weiß es nicht mehr, habe ich ein Buch mir gekauft, von einem Dr. Knabe, der über das über die Stasi-Gedenkstätte ein Buch geschrieben hat, Die Täter sind unter uns. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, dass es also so eine Gedenkstätte gibt und die auf der Kippe stand, dass man sie abreißen wollte. Und da habe ich mich mit Dr. Knabe in Verbindung gesetzt und habe gesagt, was ist das Problem, warum soll das abgerissen werden? Ja, wir haben kein Geld. Und da habe ich gesagt, okay, ich spende Ihnen das Geld, dass das erhalten bleibt. Und habe mich für den Erhalt der Stasi-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen eingesetzt. Und die Gedenkstätte hatte damals ein großes Problem. Sie hatte nur 40 Besucher am Tag und hätten damit nie ihre eigenen Kosten finanzieren können. Ich habe damals 50.000 Bücher von Dr. Knabe gekauft, also von dem Verlag gekauft, die Täter sind unter uns, und habe sie an alle deutschen, österreichischen und Schweizer Schulen geschickt mit einem Begleitbrief. Sie müssen sich das dort angucken und die Schüler in ihren Schulen müssen wissen, was die DDR für ein Unrechtsregime Keine war. Keine Klassenfahrt in die Lüneburger Heide oder sonst wohin, sondern nach Berlin. Heute hat das heute hat die Stasi-Gedenkstätte ein Luxusproblem. Sie haben jetzt 4.000 Besucher jeden Tag. Ja, da sehen Sie mal, was Sie angerichtet haben. Positiv. Ja, was bewegt Sie denn immer so im Herzen, wenn Sie jetzt da vorbeifahren, dahin gehen?
wenn Sie den 13. August erleben, so wie heute, oder den Mauerfall. Da gibt es noch irgendetwas, wo Sie noch auch noch Nachschubhilfe geben möchten, könnten, wollten? Mich bewegt einfach so die deutsche Geschichte in der damaligen Zeit, in der Diktatur des Proletariats, die ja eigentlich ein Unterdrückungssystem war vor dem Herrn. Ja. Ich habe erlebt, wie meine Familie getrennt wurde, wie meine Eltern getrennt, wie ich getrennt wurde von meinen Eltern. Ich habe erlebt, wie man alles in der DDR verloren hat, was einem irgendwie lieb und teuer war. Und vor allen Dingen habe ich erlebt, wie jetzt so Tendenzen aufkamen, dass man irgendwo doch die DDR anfing, so ein bisschen. War doch gar kein Unrechtsstaat. War gar nicht so schlimm. Ja. Die Kindergärten, das war doch alles toll. Und da konnte man an der Ampel auch rechts abbiegen, ne, wenn rot war. Also, das war doch alles prima. Man hat angefangen, dann auch so, als ich den Film gesehen habe, gut bei Lenin, man fing an, das alles zu verharmlosen, zu belächeln und so weiter. Da habe ich gesagt, nein, das ist nicht die DDR. Die DDR war ein richtiger Unrechtsstaat. Die Menschen wurden unterdrückt, sie wurden zwar nicht gefoltert in dem Sinne, man hat sie aber durch geschickte Verhörmethoden derart psychisch ruiniert und das muss die Menschheit wissen, das müssen sie und wissen. Und dafür steht der 13. August ganz besonders, denn vor 55 Jahren wurde die Mauer gebaut, die Familien, Freunde, Verwandte trennte 27 Jahre lang mit Mauer und Stacheldraht und fast 200 Menschen starben an dieser Mauer. Darüber sollten wir dann nachdenken und wir haben ein sehr interessantes und nachdenkenswertes Gespräch geführt mit Jürgen Wagentrotz. Herzlichen Dank dafür. In Erfurt geboren, nach Erfurt zurückgekehrt, nach dem Mauerfall und dann viel, viel getan dafür. Wenn Sie also nach Marienfelde gehen ins Museum oder ins Stasi-Museum, dann ist das Ihr Werk. Dafür herzlichen Dank im Namen aller Zuschauer. Dankeschön. Danke, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen, dass Sie zugeschaut haben und dran denken, heute ist kein gewöhnlicher Tag. Vor 55 Jahren wurde die Mauer gebaut. Daran sollten wir gerade in Berlin immer denken. Danke und tschüss.